Willkommen zurück zu Tales of Arise. Und ja, wir werden diese Folge ein bisschen mit Farmen anfangen. Wie gesagt, werde ich in Zukunft wahrscheinlich Farm-Sessions, wenn ich wirklich eine Erfahrung oder sowas machen möchte, oder FP, nicht aufnehmen, das ist Blödsinn. Aber wir wissen mittlerweile, ich weiß, dass es hier einen besonderen Gegner gibt und den würde ich gerne mal zum Spawnen bringen. Und genau das werden wir jetzt versuchen. Wir haben jetzt mittlerweile ein bisschen bessere Sachen bekommen. Vielleicht können wir mal neue Waffen herstellen. Ich könnte Donnernagel jetzt herstellen. Ich würde aber lieber gleich die Fackelklaue machen. Ich denke mal, ich warte noch auf die Titanamschienen. Hier wollte ich auf die Lilly warten. Hier wollte ich das hier craften. Dafür brauche ich auch noch die Titanarmschienen. Keine Ahnung, wer die verliert. Okay, das heißt, ich baue jetzt absolut keine Waffen. Alles klar. Gut. Dann bauen wir keine Waffen. So. Wollte es nicht so schlimm, wenn wir irgendwelche Sequenzen aktivieren. Jetzt habe ich mich ein bisschen vorsichtig bewegt, weil ich Angst hatte, Sequenzen zu aktivieren, weil wir eh am Ende der Folge waren. Jetzt werden wir ein bisschen freier rumlaufen und wie gesagt, möglichst auch Kämpfe mitnehmen. Um nochmal diesen seltenen Monster-Spawn hinzubekommen. Fangen wir mit euch hier vorne an, ja? Okay, das war der erste. There's always room for improvement. Hier mit doch alle Fights mit. Ich will in den Kampf reinkarten, das ist ein bisschen komisch. Aber wenn wir eben alle Flex besiegen, dann kommen wir schon dahin. Ich könnte Flex mal zum Spaß, weil wir jetzt eben ein bisschen trainieren, einfach wieder einen anderen Charakter spielen. Ich glaube, ich sollte weiter mit auf und versuchen, warm zu bleiben. Und den habe ich auch lange nicht mehr gespielt, also warum nicht? Das sind auch die alten Arts, die ich damals benutzt habe, ne? Joa, mit dir komme ich klar, sag ich mal. Also bleiben wir erstmal dabei. It'll be a breeze. Get in, get out. Fly, das ist der Phoenix, der neu ist, okay. Say no more. That astral energy was incredible. I gave it everything I had. Ja, ja, weniger reden, mehr kämpfen. Wir müssen die Kombo hochkriegen. Die Kampfkombo. Ich meine, fast schon logischerweise kann ich diese Erddinger nicht zum Schweben bringen, sag ich mal. Also nicht zum Fliegen bringen, nicht hochschlagen. Sind zu erdgebunden, schätze ich. Schwach, schlecht, wer erdkommen muss, auf jeden Fall. Luft kommen muss, nicht erdkommen muss, um Himmels Willen. Die sind auch zu schwer. Okay. Your power is spectacular to behold. I'm not trying to be dramatic with it. Ja gut, sobald die gebrochen sind, kann man sich immer hochheben, ne? Wahrscheinlich. Easy peasy, ha Hoodle. Hi Hoodle. Take this. Take Swallow Blade. Take Shiny. Take you all on. It's over.
Oh, da kommt er. Genau das. Super, dass es jetzt schon geklappt hat. Ja, ich werde gar nicht erst gegen das Ding kämpfen, glaube ich, oder? Das Ding sieht zu stark aus. Ich kann mal kurz versuchen, dagegen zu kämpfen, aber ich glaube... Nee. Das Ding hat gerade Lauf, hast du einen Schlag zerfetzt, das ist schlecht. Hallo, wäre nice, Gion, bin ich ehrlich. Das Gefühl, der will irgendwas auch nicht machen. Ja. Erstmal die Schweine killen. So. Deine Brust ist deine Schwäche, das sehe ich. Das sieht gefährlich aus. Boah, ganz ehrlich, das war wirklich nicht schwierig, da auszuweichen. Der ist machbar, aber ich glaube, ich schaff's nicht. Ach, Moonwail. Du weißt, wo das in Feueratem kommt. Das ist, was ich meine, weißt du? Steht neben dem Drachen rum und lässt sich der von dem Atem erwischen. Das ist einfach unnötig. Was? Na ja, gut, jetzt könnte man sagen, was für ein Idiot, du bist genauso schlau. Aber ich dachte eigentlich, wenn ich jetzt evade im Augenblick, dass ich dann safe bin. Oh wow, sie verfehlt ihn dann. Oder er verfehlt ihn dann. Sehr gut. Kernbrecher. Aber sobald er seinen harten Modus anmacht, bin ich aus. Ich muss weglaufen. Nein, ich muss weglaufen. Kannst du dich mal wiederholen, nee, ne? Da muss ich den Charakter wechseln und weglaufen. So. Das kannst du vergessen. Es ist machbar, aber das ist jetzt definitiv zu Ressourcen. Komm schon, wir müssen jetzt wegrennen. Okay. Das ist zu ressourcenaufwendig. Ich habe keine Lust, jetzt Tränk des Lebens oder nachher auch vor allen Dingen HP-Heilung, HP-Heilung ist richtig in diesem Fall, zu verschwenden. Das kann ich mir nicht leisten. Ich habe keinen guten Zugriff auf konstante Heilung, ja, ich kann keine HP-Heiler kaufen, ne? Aber jetzt habt ihr auch mal diesen Drachen gesehen. Zitronen sind auch neu, nice. Aber den werde ich jetzt erstmal nicht versuchen zu besiegen. Bestimmt irgendwann mal, bestimmt auch, werden wir noch in diesem Gebiet sind, weil der ist auch jetzt schon machbar. Aber so perfekt spiele ich nicht und meine KI-Kollegen schon gar nicht. Deswegen lasse ich das erstmal lieber sein. Wir holen uns das nochmal aus und dann werden wir noch den Rest hier erkunden und dann können wir auch langsam weitergehen. Wichtig war für mich, dass wir den Drachen mal zusammen gesehen haben. This realm doesn't seem like such a bad place to camp in. Yeah, there's lots of plants and wildlife here. I know, and it all looks freaking delicious too. Who said anything about eating them? So. Ein Grillfisch haben wir lange nicht mehr, oder? Ist im Grunde egal, wem ich spreche, also spreche ich mit Gion mal. Gion, could we talk a moment? Gion. I
think it's time we go to sleep. Es hat keine Worte benötigt, ganz ehrlich. Er musste nur auf beide achten. Nur seinen Blick am Ende. Hat wahrscheinlich wieder nach gar nichts geschmeckt. Come on, guys. We've got lots to do. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall einiges zu tun. Ich bin zufrieden mit meinem Drachenfight. Den will ich auf jeden Fall machen. Aber noch nicht. Das tue ich mir jetzt nicht an. So, wo können wir jetzt noch überall hin? Wir können auch jetzt mal hier gucken, was da überhaupt ist. Ich denke, wir sollen hier hin, wir sollen zur Stadt. Also werde ich jetzt mal versuchen, alle anderen Orte, soweit wie es geht, irgendwie zu erkunden. Bevor wir in irgendwelche Städte gehen, ist mir das lieber. Das ist so groß hier, dass es bestimmt auch immer wieder so einen großen Gegner geben wird. Also jetzt nicht den Drachen, sondern irgendeinen anderen großen Gegner. Oh, und du bist hier eine Eule. Gut zu wissen, Hudel. Wir werden suchen. Wir werden finden. Kurz die Karte aufmachen. Ist ein abgeschlossener Bereich hier. Interessant. Schlafen die? Nee, sie blubbern nur so vor sich hin, ne? Jetzt, wo ich halt diese Kämpfe-Kombination machen kann und dann pro Kampf mehr bekomme, weiß ich halt, dass es viel leichter wird, mal zu farmen und zu trainieren. Heißt, ich bin jetzt auch gar nicht mehr so angewiesen, immer jeden Kampf mitzunehmen. Weil wenn ich jetzt wirklich Erfahrung brauche, dann weiß ich wie. Das ist komisch hier, oder? Entweder passiert hier was Storytechnisches oder hier spawnt irgendwann mal was Großes, weil das ist ein großes Areal und hier ist nicht viel los. Nothing here. Ja. Doesn't even connect to Vicent. Nope. Let's quit wandering around and get back to work. Verdächtig, würde ich eher sagen. Sehr verdächtig hier. Die Frage ist, wo ich diese Titan-Dinger herbekomme. Ich hoffe nicht von dem Drachen. Das wäre natürlich ein Problem. Ich gehe mal davon aus, dass hier noch eine andere Art von Gegner ist. Hm, da ist die Eule. Wolle irgendwo aber noch was anderes. Lass mal die Wildschweine hier weg. Also sie sind mittlerweile auch im Ulti-Modus, ne? Ich sollte auf jeden Fall nochmal irgendwie die Hilfe reinschauen und gucken, wie genau sich das aktiviert. Das ist 100%ig verstehe. Das ist schon wichtig. Hier können wir jemanden heilen. Und hier muss die Eule. Ah, da ist die Eule. Machen wir gleich. Ich muss es noch ein bisschen besser verstehen, weil offensichtlich hat ja Rimworld auch schon ihren komischen Leiste und ich habe bisher nur einmal aktiviert und dann auch nicht wirklich durchführen können. Das sollte ich mir nochmal durchlesen, glaube ich. Oh, ihr habt mich gerettet. Danke. Als die Zeuge mich vor sich hertrieben, dachte ich schon mal, er hat zur Schönheit geschlagen. 10 Tomaten gibt's dafür, wow. Und hinter dir wachsen Tomaten. Das heißt, du hast einfach nur die gepflückten Tomaten von hier vorne uns in die Hand gedrückt. Naja, ist okay. Eine Kicherbrille. Brille, die mit der Träger aussieht, als würde er lächeln. Nicht empfehlenshaft für ernsthafte Gespräche. Ne, sowas werden wir auch nicht aufsetzen. Also die ernsthaften Gespräche will ich mir auch nicht kaputt machen mit sowas. Look, Hoodle. One of your buddies. 16 Eulen. Alter, hier wird 100%ig mal was spawnen. Irgend so ein Supergegner oder so. Vielleicht für eine Quest. Naja, aber sonst haben wir alles gemacht hier erstmal, würde ich sagen. War ja trotzdem viel wert. Vor allen Dingen die Eule. Das ist ein schönes Gebiet hier. Das ist echt wie Urlaub hier, gerade nach den ganzen Ödnis- und Feuergebieten. Hier gibt es auch noch eine Eule, ne? Die müssen wir auch finden. Das würde ein bisschen schwieriger sein hier. Die wird mir auch nicht angezeigt, bevor ich es nicht gefunden habe, oder? Das wäre ja super easy sonst. Ne, natürlich nicht. Hier ist sogar noch ein Bereich, wo man durchgehen kann, wo da das Wasser ist. Da kann man auch noch irgendwo abbiegen. Das Gefühl, wir sind jetzt echt so in einem Punkt des Spiels angekommen, wo sich alles ein bisschen mehr öffnet. So viele Wege. So viele Möglichkeiten. Ich hoffe, ich habe die Eule schon übersehen, aber ich würde auf jeden Fall noch absuchen dann. Oh, hallo? Erdende Masse? Wie geht es Ihnen? Ja, das scheint dich von allem Schaden zu schützen, alles klar. Ich bin jetzt nicht hier zum Trainieren. Nicht vergessen.
Aber das ist echt der erste. Also nicht nur die Fähigkeit hier gut zu trainieren, sondern das ist auch der erste, obwohl es richtig anbietet. Schön groß, man kann immer wieder viel sammeln. Also da oben waren wir auch schon mal so halb. Ich stürme mal durch euch hindurch, an euch vorbei, wie auch immer. Zitronen. Zitrone. 1000 Geld. Und ein paar Panzerschocker-Boys. Komm mal her. Das war ein kurzer Fight. So lobe ich mir das. No complaints here. Abyssalgesteinsmasse. Warum ist hier ein Durchgang? Ach, hinter dem Wasserfall, der Klassiker, ich verstehe. Ah, der Klassiker. Okay, natürlich. Wie sich das halt gehört, ne? In den Wasserfalltiefen. Hat so extra einen Namen, dieser Ort. Zweimal. Granitzahn. Ein hochentwickelter Reißzahn von einem wildschweinartigen Zeugel. Seine Kampfeignung wurde durch wiederholtes Anstürmen verbessert. Das war wahrscheinlich das ganze Mal, dass er von den Schweinen hier aufgekommen, ne? Nur vielleicht eine höhere Stufe oder so. Naja. Oh, die Eule ist in der Nähe. Gut zu wissen. Aber die ist hier nicht unten, glaube ich. Die ist wahrscheinlich irgendwo oben, oder? Vielleicht da oben. Keine Ahnung. Flinkfußkristalle. Die Eule finden bestimmt noch, keine Sorge. Oh, die können doch hier am Heilen, glaube ich, vielleicht. Wo sind hier so viele Leute einfach verletzt? Ist das ein Grund? Danke, junges Fräulein. Ich verspreche, ich springe von keinem Brücken mehr. Achso, der Grund war, du bist von einer Brücke gesprungen. Ja, das solltest du vielleicht lassen. Das ist nicht so gesund. 4 Karpfen gab es dafür. Okay. Wow. Genius. Er hat eine wichtige Lektion gelehrt. Man sollte nicht von der Brücke springen. Ist nicht ganz so gesund. Aha, hier ist noch eine kleine Höhle. Ein bisschen Salbei. Ich frage mich, ob die doch irgendwann auch nachspawnen. Vielleicht nach sehr, sehr langer Zeit oder so. Aber wahrscheinlich eher nicht, ne? Weil, wie gesagt, das müssten Stat Increase Kräuter sein. Das wäre halt extrem krass, wenn man die irgendwann wieder abfarmen könnte. So, ich glaube, ich möchte gar nicht hier und hier hochlaufen. Ich würde über die Brücke benutzen. Aber kann ich gar nicht, ne? Ich konnte nämlich gar nicht mehr hoch da. Na, so viel dazu. Ja, dann laufen wir erstmal hier weiter. I see a village over there. The people working in it look Danin. Look at these fields and all this livestock. Am I crazy for thinking these people seem to have it pretty easy? What the hell is going on here? Ah, das ist irgendwie ein Geheimnis dahinter. Man, I'm famished. Die Küken. Die bewegen sich gar nicht, sind die tot. 2 Eier, okay. Die reden nicht mit uns. Ich denke, die Eule ist hier oben irgendwo, ne? Wir finden die schon noch. Da kann ich nicht rüberhüpfen, alles klar. Noch eben hier die Ecke. Ah ja, hier ist nämlich noch ein Apfelbaum. Und dabei kann man Apfelkuchen machen. Und hier kann ich bestimmt ein bisschen Milch ernten. Millimilch. Die Quest will ich noch gar nicht annehmen. So. Wo ist jetzt diese olle Eule? Er spürt sich halt irgendwo hier, ne? War ich da oben schon richtig? Ist das eine Eule? Oh, what the? Wow, ich hätte dich für einen Huhn halten können. Da habe ich sie gar nicht erwartet. Teufelsflügel. Dämonische Flügel, die den inneren Teufel des Trägers hervorbringen und ihn dazu verführen, sich vom Bösen, nicht dem Bösen hinzugeben. Maybe something's going on in the forest. Ah ja, wir kriegen wieder eine Belohnung im Forest, gut zu wissen. So,
Also hier hätte man auch aus dem Wasser rausgekommen, aber hier ist sonst, glaube ich, nichts, weswegen ich hier rumlaufen müsste. Aber ich gucke natürlich trotzdem nach. Ich frage, ob wir Schweinefleisch irgendwann von den Schweinen ernten können. Wahrscheinlich nicht, ne? Wäre ein bisschen weird. Ich nehme nur ein Stückchen raus. Langohrschweinchen. Oh. Ist das der Dichter? Nee, du bist nicht der Dichter. Du liegst hier einfach nur so rum. Okay. Ich spreche gleich mit dir. Keine Sorge. Aber ich würde mich noch in Ruhe hier umgucken wollen. Und hier gibt es noch so ein Zwischensareal. Keine Ahnung, wo es hingeht, aber das möchte ich gerne erstmal rausfinden. Pariahof. Oder Fariahof wahrscheinlich eher. Hier ist bestimmt Storykram. Das sieht wichtig aus. Wir können unsere Gruppe ein bisschen Bonding betreiben wahrscheinlich oder so. Ein Moment der Ruhe. Ich übernachte wieder in Stellen oder so. Vielleicht labere ich auch nur Blödsinn. Ich weiß es noch nicht. Dreimal Weizen. Ja gut, Weizen ist jetzt nicht so wertvoll. Die Leiter können wir nicht hochsteigen. Ja, das wird auf jeden Fall ein Storybereich werden, wo wir uns unterhalten werden, was ist nicht was alles. Vielleicht kommen wir so ein bisschen unter oder so. Gut, jetzt haben wir schon mal recht viel erkundet. Mal kurz, wenn wir die Karte checken. Also die Quest nehmen wir gleich erstmal an. Das wäre auf jeden Fall das nächstbeste. Und ich glaube, im Vorfeld haben wir eigentlich alles soweit uns angeguckt. Und da Hudel hier nicht mehr aus mir rausspringt, wenn ich ins Gebiet betrete, gehe ich mal davon aus, dass hier auch keine Eule mehr ist. Das heißt, die haben wir auch gefunden, die eine Eule. Dann schauen wir erstmal an, was du hier. I feel like somebody's watching us. Dennoch irgendwas beobachtet, weiß ich nicht. Maybe there's someone around here who needs our help. Maybe. Vielleicht. Hey, geht es dir gut? Wenn es mir gut ginge, würde ich gewiss nicht hier auf der Erde liegen, oder? Aha. Ja, so gut wie. Jedenfalls kann ich mich nicht bewegen. Vielleicht ist es ein Zeichen. Sag mal, Junge, machst dir was aus, einen alten Kerl auszuhelfen? Klar, warum nicht? Alright. Was schwebt dir vor? Ich hatte gehofft, ihr könntet mich nach Hause bringen. Yeah. Oh, ist das alles? Was kann ich tun? Wir waren gerade auf dem Weg nach... Nein, da muss ich nicht hin. Woher weißt du, dass wir da hin wollten? Meinem Haus liegt in der entgegengesetzten Richtung zur Stadt. Good grief. Wirklich? Na gut. Wir sind so weit gekommen, schätze ich, bringe dich nach Hause. Very nice. Schön zu wissen, dass es in diesen schwierigen Zeiten doch noch gute Seelen gibt. Ich sehe großes Potenzial in dir, Junge. Ich bin nichts Besonderes. Ich versuche nur mein Bestes, alter Mann. Ich sollte erwähnen, dass auch mein Rücken schmerzt. Könntest du mich bitte tragen? Tun wir das. Ach, sind wir jetzt auf dem Hof? Ah ja, okay. Aber vorher waren ja keine Tiere, oder? Ah, schon müde. Da hätte ich echt mehr von dir erwartet. Trotzdem weiß ich deine Hilfe zu schätzen, Junge. Wenn du nicht aufgetaucht wärst, hätte mich schon längst ein Zeugel verspeist. Nicht der Rede wert. Trotzdem bist du schwerer, als du aussiehst. Was zum Teufel schaufelst du alles in dich rein, alter Mann? Oh, gute Frage. Yes. Ich heiße Bogdell. Ich leite diesen Hof und er verschafft mir einen vollen Magen, wenn auch sonst nichts. Einen Hof? I don't believe this. Du weißt nicht, was ein Hof ist, Junge. Was glaubst du denn, wo das ganze Essen der Städten herkommt? Aus dem Automaten? Aus dem Einkaufsladen? Spaß. Es geht darum, dass Leute wie ich fürs Essen alle sorgen. Aller sorgen. Sowohl für Danea als auch für Renea. Wie auch immer, ich schulde dir eine Kleinigkeit, weil du mich in ein Stückchen hergebracht hast. Ist schon gut, du schuldest uns nichts. Ach was, ich muss mir nur etwas überlegen. Ich habe hier nicht viel zu entbehren. Ich hab's. Ich könnte diesen Hof hier so oft nutzen, wie ihr wollt. Ah, okay, fix. Ist es eine Möglichkeit, so an tierische Produkte zu kommen? Wir kriegen einen eigenen Hof? Das klingt sehr cool. Das Vieh hier gehört ganz euch. Verdammt, ich werde mich sogar darum kümmern. Wie klingt das? Das ist nett von dir, aber ich weiß nicht das Geringste über das Halten von Tieren. Du kriegst das schon hin, keine Sorge. Die Tiere lieben Leute wie dich. Ich bin sicher, du wirst dich gut um sie kümmern. Lore wird wahrscheinlich hier ein aufstrebender Landwirt. Really? Passiert das gerade wirklich?
Vieh züchten, Bauernhof. Du kannst Vieh züchten, um Zutaten fürs Kochen zu erhalten. Aha, also so kommen wir an die tierischen Produkte. Also die tierischen Produkte, die wir nicht einfach mal so aufsammeln können. Stelle Vieh, das du züchten willst, in dem Stall und fütter es. Verfüttere gekauftes Futter, um schneller mehr Vieh zu züchten. Wächst dein Vieh, erhältst du mit der Zeit Zutaten. Vieh schützen. Ah, ich glaube, ich habe schon so ein streunenden Zeug gesehen. Nee, Quatsch, wir können, okay, nochmal, okay, in Ruhe lesen. Vieh kann von streunenden Zäugeln angegriffen werden. Auch Mäuse können in den Stall gelangen, wodurch das Vieh nicht wächst. Postiere einen Wachhund und einen streunenden Ziegel fernzuhalten. Eine Wachkatze, damit weniger Mäuse auftauchen. Da habe ich auch schon so eine Katze irgendwie sowas hier rumlaufen sehen. Das ist, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Farierhof. Geld und FP. Gern gesehene Sachen. Und... Lord der Hausmeister. Warum Hausmeister? Gegenangriff nach Sieg über Gegner. Ermöglicht es dir, einen Gegengriff zu lösen? Ja gut, das kennen wir ja. Nichts Neues. Ausweichen in der Luft. Das wäre für ihn, glaube ich, gar nicht so schlecht. Schnellere Eilwiederherstellung ist für jeden göttlich. Kampfserienbonus bei Erwachen. Erhöht die verdiente Kampfpunkte. Das ist interessant. Aber das ist auch so ein bisschen Quality of Life Gear, ne? Ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Ich glaube, ich nehme erstmal schon mal die schnellere Eilwiederherstellung, weil die ist immer gut. Durch eine seltsame, schicksalhafte Wendung hilft Law auf dem Bauernhof aus und freundet sich dort mit den Tieren an. Okay, warum ihn das zum Hausmeister macht, weiß ich nämlich nicht, aber okay. Vielleicht ist es auch nur schwer übersetzt. Who would have thought we'd be raising animals in a place like this? Since we've decided to stop, we should make use of the opportunity. Do you mean me? It doesn't matter who. Hey, wir haben Hunde und Katzen. Ein Stulle. Und ein Muffel. Okay, dann gucken wir mal kurz, was wir hier machen können, ne? Um ein gesundes und glückliches Tier großzuziehen, muss man ihm vor allem viel Liebe schenken. Tiere spüren, wenn man sie gütig behandelt. Tiere reagieren empfindlich auf Veränderungen in ihrer Umgebung. Kümmert euch gut um sie, damit sie keine Angst bekommen. Okay, Vieh aufziehen, zum Stall senden. Kuh. Große gefleckte Pflanzenfresser mit vier Mägen. Sie wachsen langsam, aber ihr Fleisch ist umso köstlicher. Schwein. Ein runder Pflanzenfresser, der gar nicht so fett ist, wie er aussieht. Zieht leider streuende Zeugel an, die ihn gerne auffressen. Huhn. Nahezu flugunfähige Vögel, die für ihren distinktiven roten Kamm bekannt sind. Sie wachsen rasch und sind so ein guter Fleischlieferant. Wir fangen mit Hühnern an. Hühner sind normalerweise eigentlich die leichteren Tiere. Wir haben ja alle schon mal Harvest Moon gespielt, oder? Vielleicht. Futter. Gewöhnliches Futter. Oder mästendes Futter. Ich gebe erstmal gewöhnliches Futter. Ich will erstmal kein Geld investieren. So, die Wachen. Ich kann ja nur zwei Wachen aufstellen, ne? Also ist es vielleicht klüger, wenn ich nur zwei Tiere anzüchte. Weil ich kann dann entsprechend beide Tierarten bewachen. Wenn ich drei Tiere mache, geht eins vielleicht hops. Was im Grunde mir egal sein könnte, aber ich will nicht so drauf sein. Also machen wir noch Schweinchen. Und wie mache ich das jetzt mit dem Wachen aufstellen? Achso, die Wachen sind schon aufgestellt, oder wie? Aber wie funktioniert denn das dann? Ich dachte mal, ich müsste jetzt... Ach stimmt, das ist nur der Wachstumsstatus. Komm, dann mache ich einmal alle Tiere. Jetzt, wo ich eh nicht weiß, wie es funktioniert. Wir machen einfach mal einmal alle Tiere und gucken, was passiert, ja? Ah, Mist. Jetzt Wache aufstellen, jetzt Wache absetzen. Okay, ich meine... Ah nein, Moment. Okay, ich kann aussuchen, was ich wie oft drin habe, ja? Ja gut, nehmen wir halt zwei Hunde und zwei Katzen erstmal. Das ist ja irgendwie der Durchschnitt. Das haben wir schon gelesen, ne? Ja, okay. Ich glaube, da müsst ihr erstmal ein bisschen Erfahrung mit sammeln, bevor wir da mehr zu sagen können. Was? Hattet ihr schon genug? Ja, ich kann auch nicht wirklich einschätzen, wie das genau funktionieren wird und worauf es sich ankommt und ob ich etwas mehr brauche. Aber hier sind jetzt die Schweinchen, hier sind die Hühnchen. Beziehungsweise ein Huhn und ein Hahn. Und hier sind die Kühe. Wahrscheinlich auch eher ein Kuh und ein Stier, ich weiß es nicht. Ja, das eine ist ein Stier, oder? Wie finden wir das am besten raus? Ich bin mir ziemlich sicher, da... Ja, okay. Du bist ein Stier, du bist eine Kuh, okay. Alles klar. Dann haben wir noch einen Sau und einen Eber und dann ist gut. Heißen die überhaupt Eber beim männlichen Schwein? Beim Wildschwein, glaube ich, oder? Bin mir nicht mehr sicher, keine Ahnung. Gut.
Das heißt, wir kommen immer noch mal her. Wir haben einen Quick-Travel-Punkt und da können wir uns angucken, was hier passiert zwischendurch. Aber das ist unsere Möglichkeit, wahrscheinlich an Rindfleisch, Schweinefleisch und Hühnerfleisch zu kommen. Wahrscheinlich auch an Eier, unter Umständen. Aber Eier und Milch bekomme ich auch, und Milch vielleicht auch, ja. Aber Eier und Milch bekomme ich auch anderweitig. Ich muss das Fleisch halt nicht, ne? Und für die guten Gerichte brauchen wir auch ein bisschen Fleisch. Nicht immer alle, eben alle weghören, die jetzt vegetarisch oder vegan unterwegs sind. Das ist natürlich okay. Aber wir brauchen hier für die guten Gerichte auch ein bisschen Fleisch. So, okay, jetzt haben wir das auch gemacht. Und damit bleibt mir eigentlich nichts weiter als der Weg in die Stadt, richtig? Wie sieht's aus mit der HP? Wir könnten nochmal rasten, ne? Und nochmal einen neuen Nahrungseffekt vielleicht zu aktivieren. Das halte ich für sinnvoll. Irgendein Langanhalten, ne? Ich sehe auch schon wieder Weizen. Ich hätte jetzt hier wächst exakt Weizen daneben, so ein bisschen sogar. I hate camping out. Aber die Gegner, die mir die Sachen wie neue Waffen bringen, habe ich noch nicht gesehen. Aber ich bin mir ein bisschen geduldig und warte damit. Vielleicht wird sich das ganze Sparen irgendwann auszahlen. I'm curious. You do any training, man? Not really. Can't say I have a specific routine. So it's just raw talent for you, huh? It might just be because of how hard the Renans worked me. If you want to train, I'll join you. Really? All right, let's do it. So, da gibt's mal Haar vorbei. Zum Magenfüllen von Shion extra viel. All done. Come and eat. Jetzt haben wir noch ein Gespräch mit ihr. Super. Shion, could we talk a moment? Shouldn't you be resting? I wanted to talk with you for a bit. I don't really want to talk right now. Right. I'll stop bothering you then. I didn't say you were bothering me. Sorry. Don't take it personally. I'm just not used to being around other people, so I don't really know how to chit-chat. Well, for a start, you let your guard down a little. Hey, here's a thought. What if you tell me about your childhood? Oof. What with my thorns and all, I didn't really have one. Not to speak of, anyway. Although, I guess I did have one friend. Who was it? A really old doll. Oh. When I was a little girl, the doll was the only thing I could touch and hold without worrying about my thorns hurting it. I would do things like dress it up or sit it on my lap when I was eating. The two of us were practically inseparable. Can I ask something? Is it about the fact that I played with dolls? No, it isn't. I only wanted to ask who gave you the doll in the first place. I don't remember. It was a long time ago. Where is it now? I had to leave it behind when I left Lenegas. I didn't have a choice. Most likely it's long gone at this point. Hmm. You go ahead and sleep. I'm going to grab another bite to eat first. Morning. Ready to head out? Oh ja, es wird soweit sein, dass wir endlich diese neue Stadt betreten und da bin ich sehr interessiert dran. Was so der erste Eindruck sein wird. Die Umgebung haben wir schon inhaliert und genossen. Und ganz ehrlich, warum nicht eben noch das hier eben einstecken? Den Fisch da vorne noch angeln. Da tut niemandem weh. Also angeln ist nicht ganz richtig, aufsammeln mit bloßen Händen. Da wären wir. Den Eulenwald nicht vergessen, aber ich bin mir sicher, ich gehe da sowieso immer wieder hin. Das ist, glaube ich, nicht, dass ich da unbedingt immer sofort hin muss, nur weil mal was Neues da ist. Da kommen wir schon früh genug wieder hin. Das ist ein großes Tor und reichlich verziert auf jeden Fall auch. Und noch keine Torwächter oder irgendwas, ne? Nichts. Wachen, die mit Kindern freundlich und sich unterhalten.
florierender Handel. Los, der Haken. Ich meine, die haben all dieses Ding wieder drin in der Hand, ne? Wir sind. Ich meine, ich erinnere mich noch, dass in gewissem Maße. Erstmal reden die wahrscheinlich jetzt, ja. Look, Renan's Soldiers. Do the Renans control this city? I've never seen so many of them in one place before. No. Look at the cores on them. These people are all Danans. They're slaves. If they are, they're awfully well dressed. And they're smiling too. Something weird's going on here. Forgive the intrusion, but if I'm not mistaken, you're newcomers to Elda Menencia, yes? Please, you have no reason to be alarmed. My name is Droshen. I work at the Department for Welfare. Department for Welfare? We work to support the day-to-day living of all citizens. Welcoming newcomers to the realm is a part of our job, albeit one we rarely have the pleasure to perform. Let me guess. We get a free pair of shackles as a welcome gift. Perish the thought! Your trepidation is perfectly understandable, but I assure you, our way is quite different. In the past, this realm was no different from any other, and run by a rather merciless ruler. But all of that changed once His Excellency, Lord Dohalim, assumed power 7 years ago. Dohalim? Under him, for the first time in our lives, we Danans were treated with the respect we deserve. Lord Dohalim is adored by Danans throughout the realm, and we serve him with gladness. Am I hearing you right? The Danans here willingly serve a Renan lord? Please, see for yourself. You're free to go anywhere you like. Just ask if you should need anything. What is it? Spit it out. It's just, we came here to free everyone. Uh-huh. But the Danans of this realm are all happy to serve Dohalim. Are there any walls that even need tearing down? Who cares? That just makes our path to Dohalim that much clearer. I guess, but... Still, Droshen said we should check things out for ourselves. Maybe we should look around a bit, see what we learn. Everyone is all smiles. I've never seen a city so lively before. Was ich gerade sagen wollte ist, dass es sehr gut sein kann, dass vielleicht hier einfach die Befriedungsmethode benutzt wird, nach dem Motto, hey, ihr werdet trotzdem irgendwie abgeerntet mit diesen komischen Dingern in eurem Hand. Aber solange ihr ja alle glücklich seid, werdet ihr euch schon nicht wehren, oder? Wir bestechen euch ein bisschen. Weg mit eurer Freiheit, dafür habt ihr hier den Frieden, den ihr euch wünscht. Es ist trotzdem definitiv ein besseres Lebensverhältnis als sonst irgendwo. Außer hier gibt es noch ein ganz anderes dunkles Geheimnis. Oder wir ehren uns völlig und vielleicht ist der Herrscher wirklich ganz anders drauf und wir kriegen erst was ein Problem, das wir nicht einfach jemanden einfach erledigen sollten. Nur weil wir diesen Auftrag haben. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung das gehen wird hier. Wir können uns hier mit vielen Leuten unterhalten, wir können vor allem mit ihm hier reden. Wir haben mit Sicherheit auch sehr viele neue Infos haben wird. Und wir haben ein neues Gespräch. Ich würde sagen, wir machen das Gespräch auf jeden Fall nochmal. Seltsame Gesellschaft. Everyone walking the streets looks so calm and happy. I guess it really is true, they don't treat Danans as slaves here. Did they actually somehow achieve equality here? And if they did, why? To what end? Something here doesn't feel right. Even though they sure want to act like it does. What is going through that Lord Dohalim's mind, I wonder? Gut, was hast du denn so für Informationen für uns? Ah, ich erinnere mich an euch. Kann ich euch helfen? Was ist das für ein Ort? Das ist Vicint, Hauptstadt von Elda Menencia. Menencia. Eine wunderschöne, grüne, friedliche Stadt voller Leben. Das eindrucksvolle Wahrzeichen ist der Autelina-Palast, das Anwesen von Lord Dohalim. Dank seiner Politik können wir unser Leben frei von Unterdrückung leben. Kann ich euch mit etwas anderem behilflich sein? Ist ziemlich voll hier. Allerdings.
Das macht die Stadt so besonders. Theoretisch sind immer noch Sklaven, aber wir werden angemessen für unsere Arbeit bezahlt. Also arbeiten alle gerne. Der Marktplatz floriert und sorgen uns Essen oder eine Unterkunft gehören der Vergangenheit an. Das verdanken wir als Lord Dorlims Reform. Ja, und wer nicht mitspielt, was ist mit denen? Nun denn, kann ich euch sonst behilflich sein? Können wir uns hier irgendwie ausruhen, irgendwo? Ah, ihr müsst müde von der langen Reise sein. Geht einfach die Treppe hinter mir hoch und ihr findet ein Gasthaus direkt auf eurer Rechten. Na, jetzt ist es der Minimap schon. Vor der Tür steht immer eine Ausruferin, ihr könnt es kaum übersehen. Auch die Betten sind vortrefflich, also kann ich euch wärmstens empfehlen, dort zu nächtigen. Schon gut, danke. Alles klar. Ja, wir sollen uns erstmal umhören, wie es aussieht, da wir bei der Bevölkerung, und wir haben sicherlich auch einiges zu erkunden. Auf jeden Fall ein ganz anderes Flair hier. Gefällt mir aber. Mal gucken, wo der Haken ist. Ich bin gespannt. Ich danke euch fürs Zusehen, das machen wir beim nächsten Mal. Bis dann. Bye bye.